Zini macht Auge. 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 Zini macht Auge. Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Zini macht Auge bzw. Zini liest Twitter, beziehungsweise eigentlich ist es ja nur noch, wir gucken mal, was Waldi gemacht hat. Also Waldi, mein größter Anti-Fan, hat es sich ja zur Lebensaufgabe gemacht, alles was ich irgendwo im Internet sage, mache oder tue, in einen möglichst negativen Rahmen oder Kontext zu packen, um meinem Ruf zu schädigen. Da ich mir das nicht länger gefallen lassen möchte, habe ich gedacht, daraus Content zu machen und letztlich das Ganze irgendwie zu Geld zu fabrizieren, umzumodeln. Das hat auch geklappt. Wir schauen einmal ganz kurz, wie ist denn das Video der letzten Woche gelaufen? Das letzte Waldi-Update wurde 8.500 Mal aufgerufen, hat mir 239 neue Abonnenten eingebracht und wurde mit 29,60 Euro vergütet. Aufmerksame Zuschauer wissen natürlich, das ist gar nichts, weil ihr seid natürlich viel krasser als YouTube. Nichtsdestotrotz möchte ich einmal kurz zeigen, was ich von diesen 30 Euro gemacht habe, denn die Ansage war, das Geld, was hier durch Waldis Hilfe eingespielt wird, nutze ich sehr gerne, um meine Freunde zum Essen einzuladen. Das ist im Übrigen der Grund, warum meine unmittelbaren Freunde mittlerweile einer der größten Fans dieses Formates sind. Ich habe das Gefühl, da schwingen so ein paar egoistische Vibes mit. Ich glaube, die sehen nur den Profit für sich selbst. Ich nenne es eine klassische Win-Win-Situation und diese Woche hat davon profitiert die liebe Melli. So, ich habe euch versprochen, von Waldis Geld wird essen gegangen. Das Schöne ist, die Melli hat heute Geburtstag. Und deswegen gibt es jetzt ein schönes Frühstück für Sie. Danke, Waldi. Sehr lecker. Aber wie hat denn Waldi diese Woche performt? Es wird Zeit, einmal den Waldi-Counter zu checken. Okay, es geht los. Waldi mit einer starken Performance gerade zu Beginn in der Woche. 12, 13, wird das ein neuer Rekord? Was ist jetzt? Oh, es stagniert. Waldi, was ist da los? Bis zum Ende der Woche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das waren gerade einmal 18 Tweets über mich in einer Woche. Wir erinnern uns, letzte Woche waren es 38. Mit dieser Performance kann man natürlich nichts gewinnen. So, jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen einordnen. Waldi war diese Woche insgesamt recht wenig auf Twitter unterwegs. Das kann natürlich dafür sprechen, dass er auch nicht so viel Zeit hatte, sich an mir abzuarbeiten. Jetzt kommt aber noch was anderes hinzu. Und zwar hatte Waldi in der letzten Woche zweimal einen starken, prominenten Auftritt in meinen Sendungen. Ja, einmal hier bei Sini macht Auge, aber auch bei Sinans Woche hat er den einen oder anderen Seitenhieb bekommen. Wir erinnern uns, Waldi spricht ja gerne davon, dass ich rechtspopulistisch sei und dass meine Inhalte für Rechtspopulisten gedacht sind oder so in der Art. Jetzt war das Spannende, ich hatte ja in der letzten Woche bei Sinans Woche eine Sonntagsfrage gestartet. Ich habe also herausgefunden, wie meine Zuschauer wählen würden, wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und dann im Grunde ja auch noch so gefragt, dass es vor allem die Auswertung derer zeigt, die meinen Kanal unterstützen. Also die besonders angetan sind von meinen Inhalten. Und das Ergebnis war verblüffend. Es sah nämlich so aus. Die Hälfte der Zuschauer, die mich finanziell unterstützen, wählen die Grünen. Danach sonstige Parteien, dann die SPD, dann CDU, dann Linke, dann FDP und dann mit gerade einmal 3% AfD. Ich sag mal so, mit dem Ergebnis ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig, mich als Rechtspopulisten darzustellen, wenn das stimmen würde. Dann wären die Grünen, die SPD und sonstige Parteien alle rechtspopulistisch. Und ich habe zuerst gedacht, okay, das muss auch Waldi aufgefallen sein, dass das völliger Blödsinn ist. Und das war einfach ein sehr, sehr, sehr peinliches Statement für ihn. So dass ich dachte, vielleicht hat das jetzt mittlerweile geblickt. Und natürlich kann man auch die Art und Weise, wie ich Videos produziere oder meine Meinungen kritisieren, man kann die auch blöd finden, das ist ja alles gar kein Problem. Aber dieser krampfhafte Versuch, mich als Rechtspopulisten zu framen,
Das ist einfach komplett nach hinten losgegangen. Und als dann auch noch im Laufe der Woche klar wurde, dass ich durch Waldis Hilfe sehr viel finanzielle Unterstützung bekommen habe, da habe ich gedacht, da muss wahrscheinlich irgendwann doch so ein kleiner Lerneffekt eingesetzt haben. Denn die Unterstützung war echt gewaltig. Ich habe bei den Donations der letzten Woche einfach mal den Filter Waldi gesetzt und geguckt, wie viele Zahlungen sich explizit auf Waldi beziehen. Es waren 322,70 €. Das hat natürlich auch Waldi mitbekommen, weil ich ab und zu Updates auf Twitter gegeben habe. Und ich glaube, spätestens da hat es ihn dann doch irgendwo getroffen. Es hat ihn zum Nachdenken angeregt, denn er unterstützt mit seiner Art und Weise ja genau meinen Kanal. Das sind 322 €, die ich wiederum in Sinans Woche stecken kann. Also das heißt, er bewirkt das Gegenteil von dem, was er eigentlich möchte. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der sich jetzt fragt, aber wie kommt denn Waldi darauf, dass ich Rechtspopulist wäre? Ja, die Antwort ist, Waldi ist sehr, sehr dumm. Man kann das nicht anders sagen. Und damit gucken wir uns mal einen schönen Tweet vom Anfang der Woche an. Hier war Waldi der Meinung, dass Sinans Woche, also ich und die AfD, Hand in Hand gehen. Anschließend stellt er noch die rhetorische Frage, warum nenne ich ihn nur rechtspopulistisch? So, zum Hintergrund. Der Account NoAfD hatte geschrieben, ich denke mit der AfD auf Twitter hat es sich eh bald erledigt. Und dazu gab es dann ein Bild, wo gezeigt wird, dass die App gendert. Und zwar hier nur für verifizierte NutzerInnen. Und daraufhin hatte ich folgende Antwort geliefert. Smartphone auf Englisch stellen. Problem solved. Dankt mir später. Analysieren wir das doch mal. Der Account NoAfD geht also davon aus, dass 100% aller AfD-Wähler das Gendern so zum Kotzen finden, dass wenn sie es in der App sehen, sie sofort die App, Twitter oder sonstiges löschen würden. Weil ich aber der Meinung bin, dass man das Gendern auch doof finden kann, ohne dass das irgendwas mit AfD zu tun hat, gab ich folgenden Tipp, dass man sein Smartphone auch einfach auf Englisch stellen kann und dann sind nahezu alle Apps genderfrei. Jetzt muss man natürlich ein bisschen clever sein und verstehen, dass ich mit diesem Take genau darauf hinweisen wollte, dass zwischen Gendern doof finden und AfD wählen keinerlei Kausalität oder gar irgendeine Korrelation bestehen muss. Ja, wie gesagt, da muss man clever sein. Wenn man nicht so clever ist, dann macht man eben genau den Fehler, dass man denkt, ich würde mit dieser Antwort die AfD unterstützen. Ach Gott. Zu Beginn der letzten Woche waren diese Tweets noch häufiger, wurden dann aber immer weniger und spätestens mit der Freitagsfolge Sinans Woche, als dann klar wurde, wie meine Zuschauerschaft aussieht, kam eigentlich nichts mehr von Waldi. Und ich war kurz davor, wirklich mich hier hinzusetzen und zu sagen, wisst ihr was, wenn Waldi es lässt, wenn Waldi diese Diffamierungsversuche lässt, dann lasse ich das auch. Auch wenn man damit insgesamt unterhaltsamen Content machen kann. Es ging mir nie darum, mich an irgendeiner Person abzuarbeiten, weil ich möchte ja nicht das Gleiche machen, wie das, was ich der Person vorwerfe. Kommt nichts mehr von dieser Person, lassen wir den Waldi-Kram auch. Es war nett, ich habe gut Geld damit verdient, ich kann noch ein paar Mal schön essen gehen davon und gut ist. Das hätte ich gesagt, wenn ich 5 Minuten, bevor ich den Record-Button gedrückt habe, dann doch wieder irgendeine Scheiße kam. Ich versuche euch das ganz kurz einzuordnen. Hier ist ein Statement von Skuros. Worum es geht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir lesen mal, was ich geschrieben habe. Mittlerweile bin ich mehr denn je daran interessiert, mit den umstrittenen und problematischen Streamern und Influencern zu reden. Nach dem Motto, man versucht dich zu canceln, dann lass uns reden. Man muss das Gegenteil von dem machen, was der Pöbel da fordert. Und diese Aussage möchte ich hier nochmal unbedingt unterstreichen. Ich finde gerade die Gespräche mit Leuten, die als umstritten gelten, sind die spannenden Gespräche. Das heißt ja noch lange nicht, dass man allem zustimmen muss. Das heißt ja auch nicht, dass man gar nicht widersprechen darf. Aber gerade die Personen, die irgendwie streitbar sind, die was zu sagen haben, was vielleicht manchen nicht passt. Ich möchte dazu sagen, es sind ja immer nur manche, denen das nicht passt. Gerade mit diesen Personen zu sprechen, finde ich total interessant. Hilft auch dabei, sich mal in andere Köpfe hineinzudenken. Und deswegen habe ich dieses Statement unter den Beitrag von Skuros geschrieben. Was macht Waldi daraus?
Da bin ich ja schon auf das spannende Gespräch vom rechtspopulistischen YouTuber Sinakurtulusch aka Sinatswoche mit Shoyoka gespannt. Oder war das das richtige Canceln, weil es die richtige getroffen hat? Ich frage mich gerade, ob Waldi eigentlich diesen Ausdruck, der rechtspopulistische YouTuber Sinakurtulusch aka Sinatswoche, das auf irgendeinem Hotkey liegen hat, damit er das nicht immer ständig wieder schreiben muss. Also das sind so meine Gedanken. Effizienz. Zu seiner Frage, ich rede natürlich auch mit Shoyoka. Ich glaube nur nicht, dass Shoyoka mit mir reden würde, weil ich bin ja in ihren Augen wahrscheinlich eine problematische Person. Ich möchte an dieser Stelle schon mal ankündigen, demnächst wird es noch ein paar spannende Gespräche auf dem Kanal Sinanswoche geben. Ich mache nämlich jetzt demnächst irgendwann bald meine Nordtour und da sind ein paar spannende Talk-Gäste dabei. Also genau dieses Konzept wird auf jeden Fall weitergefahren. Denn wenn es sehr umstritten ist, was Personen sagen wollen, dann interessiert mich das. Kommen wir damit zum Abschluss des heutigen Waldi-Updates. Was meint ihr? Hat bei Waldi ein kleiner Lerneffekt stattgefunden, ja oder nein? Gegen Ende der Woche kam nicht mehr viel. Jetzt, kurz bevor ich das Video starten wollte, ging es dann aber wieder los. Die Frage wird sein, war das nun ein kleiner Ausrutscher, ein Formtief von Waldi und wird jetzt wieder erneut mit viel Energie angegriffen oder hat hier doch irgendwie ein langfristiger Lerneffekt stattgefunden? Wir werden es sehen, ich werde es euch berichten. Ich wünsche euch damit viel Spaß und eine angenehme restliche Woche.